So Leute, wir sind hier im wunderschönen Schlosspark in Benrath, Benrather Schlosspark. Da drüben wird gerade so ein Hochzeitspärchen fotografiert. Das Lustige war, wir sind gerade da vorbeigelaufen. Da habe ich noch zu meinem Kollegen gesagt, hör mal zu, da werden Hochzeitsfotos gemacht, lass mal weg. Und die ganzen Hochzeitsgäste, die mussten voll schmunzeln. Dann sagt die eine so, ey, du kannst dich doch dazu stellen. Ich sage, ja, ist klar, mit Vollbart und Glatze in so ein Hochzeitsfoto. Kommt immer richtig cool. Da hinten wird fotografiert gerade. Einmal winken bitte. Ja. Nochmal für die Kamera einmal winken bitte. Hi. Alles klar. So. Ja, richtig coole Leute. Auf jeden Fall. Ja, was soll ich euch sagen? Mussten wir alle halt voll lachen, ne? So ein Akku mit Glatze und Vollbart auf so ein Hochzeitsfoto wäre bestimmt cool geworden. So, warum mache ich das Foto hier, Video hier? Und zwar erstens, um euch unser Schlosspark zu zeigen, weil ich sitze ja meistens in meiner Wohnung, da ist immer dunkel, da sieht alles so düster aus. Ich wollte euch auch mal hier die Gegend präsentieren, wo ich auch schon mal spazieren gehe. Und vor allen Dingen werde ich euch ein Video drunter setzen, und zwar von dem Herrn Jill von Road to Glory. Ja, also er macht ja mit 7% Körperfett 175 Kilogramm Bankdrücken. Und ja, der Micha hat ihm ja so ein bisschen so indirekt so ein paar Sachen vorgeworfen gehabt. Ja, und spontan darauf kam irgendwie so ein Video, wo der dann morgens früh irgendwo spazieren geht. Ja, nach dem Frühstück. Und das soll uns wohl suggerieren, dass die Fettverbrennung durch die Spaziergänge kommt. Ich wollte euch einfach mal zeigen, ich gehe auch sehr oft spazieren, ja. Und nicht nur das, ich gehe auch schon mal ein bis zweimal in der Woche für 2 Stunden Fußball und Basketball spielen. Nur komischerweise, naja, ist ja egal. Den Rest könnt ihr euch ja denken. Das ist der Wunschbogen hier. Ja, also das habe ich jetzt, das ist nichts Offizielles. Also wenn ich mit Mädels hier spazieren gehe, da, das ist der Wunschbogen, dann kennst du doch, Mädels stehen immer auf irgendwelche süßen Geschichten. Das ist irgendwie so uralter Baum, ja, so halb abgestorben. Sieht aus wie in diesen Horrorfilmen, ne, wenn man nachts hier spazieren geht. Ja, und dann gehe ich mit den Mädels spazieren, dann sage ich schon mal zu. Wenn du durch den Bogen hier gehst mit mir und dir was wünschst, dann geht das in Erfüllung. Und das finden halt die Mädels toll, ne? Den Mädels musst du halt so hier und da mal ein paar süße Storys erzählen, darauf stehen sie. Komm, ey, film mich mal hier oben anfassen, sonst geht das Ding aus. So, ich gehe jetzt da mal durch und wünsche mir mal was, ja? Ich habe der ganzen Welt viel Gesundheit und Erfolg gewünscht. Ja, euch auch. Alles klar, Jungs, wisst ihr Bescheid. Nochmal so ein 360 Grad inklusive Himmel. Kann ich nur empfehlen. Kommt mal nach Düsseldorf, und zwar Stadtteil Benrath. Und dann geht ihr mal in den Benrather Schlosspark und geht hier mal spazieren. Richtig geile Gegend. Aber ich habe immer noch keine Handykamera. Das ist auch relativ teure Kamera. Ich weiß nicht. Ich habe noch keine Kamera gefunden, die mal so anständig. Ja. Videos und Bilder macht. Ich weiß jetzt nicht, wie die Bilder geworden sind. Warte mal, ist das jetzt Foto oder Video, was wir aufnehmen? Das ist Video, ne? Okay. Alles klar, Jungs, wir sehen uns.